Die Straubing Tigers empfangen die Adler Mannheim Saisonduell Nummer 3. Die ersten beiden fanden in Mannheim statt. Jeweils ein Heimsieg für die Adler. Jetzt also das Duell am Pulverturm. Zuvor noch die Ehrung für Travis Turnbull. Heute sein 500. DEL-Spiel als vierter in den USA geborener Spieler. Glückwunsch an den Tiger. Ja, und es sollte sich von Beginn an eine richtig gute Partie entwickeln. Die Tigers in Grün mit wahnsinnig viel Dampf. Hier noch im Powerplay. Und dann läuft die Strafe gerade ab. Und dann passiert das hier. Puck läuft gut. Adam Connolly. Adam und Tor. 1:0 für die Niederbayern. Aber Plachter gerade wieder 3 Sekunden auf dem Eis. Connolly und Adam im Zusammenspiel. Das ist ein super rausgespielter Treffer. Oben links, da kommt Plachter jetzt wieder zurück. Aber da ist es schon zu spät. 1:0 die Führung verdient für Straubing, die ein starkes erstes Drittel spielten. Die Mannheimer hatten eine richtig gute Möglichkeit in diesem ersten Abschnitt hier. Swartz, der da sehr allein gelassen wird, aber an Bugel scheitert. Bugel im Tor bei den Tigers, Tiefensee bei den Mannheimern. Richtig dicke Chance. Wäre aber fast zu viel des Guten gewesen, denn Straubing, das klar bessere Team, nochmal eine Möglichkeit. Festerling heute wieder zurück im Aufgebot und Schönberger, der an Tiefensee scheitert. Die Mannheimer auch heute wieder gehandicapt. Akta krank nicht mit dabei, Kettich angeschlagen. Es werden immer weniger bei Bill Stewart. Und mit dem 0:1 aus ihrer Sicht sind sie eigentlich ganz gut bedient. Im zweiten Drittel machen es die Mannheimer besser. Jeder Scheibengewinn, Wohlgemut. Rübergelegt zu Wolf und der Ausgleich. 1:1, das Ganze in der 28. Minute. Erst die Drehung von Plachter und dann ist es nicht gut gespielt von Sängerle. Von den Mannheimern ist es richtig gut gemacht. Der Flippass und Wolf, Direktabnahme, 1:1. Keine Chance für Florian Bugel. Dann sind wir schon in der Schlussphase von Drittel Nummer 2. Powerplay nochmal für Straubing und dieser One-Timer von Marcel Brandt. Was ein Geschoss. Über 142 km/h. Tiefensee chancenlos. Das war ein absoluter Hammer. Hier dann gut zu sehen, war im Tor die Tigers wieder mit der Führung 2:1 nach 40 Minuten. Aber das Ding hier war noch nicht durch. Die Adler. Hier gut freigespielt. David Wolf und der schnürt den Doppelpack. Zu viel Platz da im Highslot. Tigers brechen das ein bisschen auseinander. Und Wolf mit dem 2:2 Ausgleichstreffer. 49. Minute. Auch da Bugel keine Chance. Wird Fanghandseite geschlagen. Und dann nur kurze Zeit später vom Bulli weg. Hier David Wolf schnürt den Dreierpack. Und wie macht er den denn? Aus der Drehung vor dem Tor. Wunderbar gemacht. Zuletzt im Januar 2020 3 Tore erzielt, damals sogar 4 beim 7:2 gegen Bremerhaven. Straubing probiert es nochmal, aber sie scheitern wieder an Tiefensee und verlieren ihr Heimspiel mit 2:3 gegen Mannheim. Ja, ist schon eine Weile her, aber ich bin einfach nur froh, dass wir das Spiel drehen konnten. Ich glaube, die ganze Mannschaft hat ja, ab dem zweiten Drittel überragend gekämpft. Und es ist alles andere als einfach, hier in Straubing zurückzukommen. Und wir haben Charakter bewiesen mit dem Short-Line-Up schon seit Wochen. Und sind hier zurückgekommen und haben das Spiel gewonnen. Und das ist die Hauptsache. Ja, Chancenverwertung. Ich bin gegen eine gute Mannschaft wie Mannheim. Ich bin sehr froh, dass wir die Chancen erarbeiten und bekommen. Und ich denke, dass in diesem Spiel es geht um die Torraum. Die Zweikämpfe dieses Spiels gewonnen und verloren vor beide Torräume. Und Nachschüsse, Rebounds, Möglichkeiten sind da. Also ich mache von der Mühe, von der Effort, von der Kampfgeist, unser Wille, alles war vorhanden heute. Es ist einfach unnötige, komische Gegentoren, was wir bekommen. Und nochmal, es ist sicherlich, was wir in die Hand gehabt haben und wir haben es fallen gelassen. Chancen waren genug da, Tiefensee am Ende mit 37 Saves. Mannheim gewinnt 3:2 in Straubing, verliert aber Nigel Dawes, der im Schlussdrittel verletzt raus muss. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.